Kann jemand ein Wali sein, der nicht betet und nicht seine Pflichten erfüllt und gehen die Ehe gegen die Ehe ist, denke ich. Barakallahu fikum, natürlich derjenige, der nicht betet und nicht seine Pflichten macht, könnte nicht ein richtiger Wali sein für die Frau. Aber dass man ihn die Vormundschaft wegzieht oder wegnimmt, das ist schwer. Das bedarf ein Richterspruch oder von einem großen Imam oder Alim, wenn die Frau die Wahrheit erzählt und richtig alles erzählt. Aber so, dass jede Frau sagt, ja, weil mein Vater nicht betet, dann ist er nicht mehr mein Wali. Und dann geht sie, heiratet, wie sie will. Nein, das ist falsch. Aber man kann ihm das entziehen, aber unter bestimmten Bedingungen. Und das braucht einen Richterspruch oder von einem Großgelehrten. Und wenn das sicher ist, dass die Person wirklich nicht betet, seine Pflichten nicht geht und gegen eine Ehe ist. Und warum ist man gegen eine Ehe? Ist das nur ein Nationalismus pur? Oder ist das, weil man Gründe dafür hat, die klar sind? Und die islamisch, sage ich jetzt, oder gesellschaftlich auch akzeptiert sind, aber richtig sind. Wallahu ta'ala ala wa alam.